Ganz dunkles Silber, ganz, ganz dunkel. Oh mein Gott. Drücke eine beliebige Taste zum Starten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Risen 3 Titan Lords. Ja, tollerweise dachte ich, am 15. August kommt das Spiel raus, war aber schon drauf vorbereitet, wieder mitten in der Nacht zu zocken. Aber blöderweise kam es dann irgendwie doch schon am 13. August raus, wurde irgendwie vordatiert, keine Ahnung, ist egal. Wir machen ein neues Spiel. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du dir deine Questziele auf der Karte anzeigen lassen. Dieses Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch, wenn die automatische Speicherung aktiviert ist. Bitte das System nicht ausschalten, während dieses Symbol angezeigt wird. Ich habe natürlich die automatische Speicherung aktiviert. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Oh, was ist da denn los? Bewegen? Okay. Oh, die Maus ist aber ziemlich verflucht schnell. Oh mein Gott, Moment. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht die Maus langsamer bekomme, weil... Maus langsamer machen. Maus langsamer... Oh, verdammt, die Maus ist so verdammt schnell. Oh, ich versuch's mal mit... So. Ist immer noch ziemlich schnell. Oh mein Gott, ist die Maus schnell? Naja, egal. Springen Leertaste. Okay. Man kann springen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ausweichen ist W. Waffe ziehen, mittlerer. Okay. Habe ich. Halte rechte Maustaste parieren. Okay. Angreifen links. Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Combo-Angriff miteinander zu verbinden. Während eines Combo-Angriffes kannst du bis zu drei Schläge miteinander kombinieren. Jeder einzelne Schlag verursacht dabei mehr Schaden als der vorherige. Oh mein Gott. Wow. Und es gibt noch schöne Todesanimationen, wie man sieht. Wer ist Patty? Wo ist Patty? Mein Gott, die Maus ist echt zu verdammt schnell. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Es muss da die Möglichkeit geben, die Maus irgendwie langsamer zu machen. Kamerageschwindigkeit. Ist das die Maus? Kamerageschwindigkeit? Wahrscheinlich. Ich gehe mal auf 0,5. Mal gucken, ob das irgendwas ändert. Volltreffer! Ja, ich glaube. Okay. Moment. Das muss ich natürlich jetzt noch... Also ich habe, wie gesagt, vorher nicht ins Spiel reingeguckt. Deswegen wusste ich das nicht, dass diese Geschwindigkeit so extrem schnell ist. So ist es gut. So gefällt mir. Einmal frei. So, wo ist denn Paddy? Paddy! Hallo, Paddy? Hier ist zu viel Rauch. Muss ich hier oben lang wieder? Nein. Okay, Paddy, Paddy. Wie komme ich denn da hin? Komm, schlag das kaputt. Los, hilf Paddy. Ich versuch's doch. Wir gehen mal rechts rum. Zweitwaffe nutzen, eh. Ich glaube, ich stand etwas zu nah dran. Oh mein Gott. Ich müsste doch eigentlich schon halb tot sein bei den ganzen Brandwunden, die ich... Ja, also es spritzt schon mal ziemlich viel Blut. Gefällt mir. Es sind ja auch Monster, die wir umbringen und keine Menschen. Die dürfen sterben. Und die hat wohl ihr Clownskostüm angezogen oder was. Schwerer Angriff. Halte linke Maustaste gedrückt. Okay, aber er hat das irgendwie pariert, wie es aussieht. Komm, komm, er lag doch gerade. Er hätte doch nur sein Schwert in seinen Rücken stecken müssen. Okay. Seh nix.
Na komm, jetzt mach ihn platt. Also die anderen Gegner gingen aber irgendwie schneller. Ich glaube, ich habe irgendwie den Kombo-Angriff verhauen, oder? Kann das sein? Eins. Okay, falsch. Eins. Zwei. Okay. Ja, wenn der Typ natürlich zuschlägt, während ich meinen Kombo-Angriff mache, dann kann das nichts werden. Aber jetzt blocken sie ständig meine Angriffe. Ich habe übrigens als Schwierigkeitsgrad Mittel ausgewählt. Das war das Einzige, was ich vorher ausgewählt habe. Und auch die Grafik auf Maximum gestellt. Aber ansonsten habe ich... Oh, verdammt. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Anführertyp, weil der hat so einen Helm auf, den die anderen nicht auf hatten. Ruhm plus 75. Oh, erster Endgegner oder was? Au! Au, ich bin gleich tot. Halte 1. Nee, heile dich mit rum. Ach, man kann dich mit rum heilen, das ist ja lustig. Au. Ich kann auch gar nichts blockieren von ihm. Okay, ausweichen kann ich aber. Er hat nicht viel Energie, wie man sieht. Okay, wir heilen uns nochmal mit rum. Müssen wir nicht langsam ziemlich betrunken sein? So, immer schön ausweichen, zweimal zuschlagen. Sondern mich etwa an Dark Souls gegen diesen fetten Klops. Das ist wohl ein Geisterkapitän oder was? Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Die nette Dame hat aber auffällig dicke Brüste. Aber ihr Gesicht fand ich nicht so geil. Oh, neuer Rang, Kapitän, neues Quest. Bereit für die Insel, neues Quest, hole deine Sachen ab. Ja, wir laufen mit freien... Wir können doch einfach mit freien Oberkörper umherlaufen. Dann können wir etwas die Mädels beeindrucken. Das ist quasi auch was fürs Auge für die Damen, für meine weiblichen Zuschauer. Hallo? Thronschlüssel. Nehmen, linke Maustaste. Erfolg, finde den Truhenschlüssel. Kann man hier eigentlich auch noch irgendwie Gegenstände looten im Sinne von die Kiste zum Beispiel? Nein. Im Sinne von wir öffnen mal die große Truhe. Was haben wir denn da? Wir können plündern und damit alles mitnehmen, denke ich mal. Ansonsten schauen wir uns das mal in Ruhe an. Stahlbarts Klinge, Goldwert, Schaden 40 bis 60, Fähigkeit, Stichwaffen, beeinflusst Schaden. Stichwaffen plus 5, die legendäre Klinge von Kapitän Stahlbart. Oha. Duellpistole, Schaden 400, Schaden 55, Goldwert 400. Kritische Trefferchance 15%, Reichweite Nahkampf, Munition Kugel, Fähigkeit, Pistolen, beeinflusst Trefferchance. Die Duellpistole ist hervorragend gearbeitet und sehr präzise. Schwarzer Dreispitz. Klingensicher plus 3, Kugelsicher plus 3. Ein schwarzer Dreispitz wird auf allen Schiffen dieser Welt getragen. Guter Mantel, ein Mantel aus schwerem Stoff, der gut gegen Wind und Wetter schützt. Proviant, lecker. Rum. Blut plus 75. Nach ein paar Wochen auf See ist Rum wertvoller als Gold. Kugel, solides Blei für Flinten und Pistolen. Yay. Wir gehen einfach mal auf alles nehmen. Inventar öffnen wir mit I. Rüste dich aus, geh dazu auf rechte Hand und wähle die Waffe aus, danach auf Körper, um deine Rüstung anzulegen. Rechte Hand, das ist ja mal eine interessante Auswahlmöglichkeit. Dann nehmen wir natürlich Stahlbarts Klinge. Oh, guckt mal an, hier oben ein Skelett. Linke Hand, da haben wir nichts. Doch, da haben wir die Duellpistole, sehr schön. Kopf, schwarzer Dreispitz. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so dieser Fan von diesen Piratenspaß, aber okay. Quest erfolgt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alles angelegt. Körper, Beine, Füße ist ja schon. Ohrringe haben wir keine. Wir haben auch kein Amulett und keinen Ring. Wir können ja also wieder raus.
Deine Truhe. Haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Vielleicht hier oben eine neue Flasche rum? Leider nein, leider gar nicht. Da müssen wir wahrscheinlich raus, aber ich gucke lieber nochmal. Nicht, dass hier noch irgendwo etwas Tolles versteckt ist. Sieht aber nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir mal raus und oh mein Gott, wie ich mich freue, dieses Spiel zu spielen. Auch wenn ich schon seit 2 Tagen hätte spielen können. Verdammt nochmal, mich das aufregt, ey. Ich habe extra 50 Euro bezahlt, um es quasi von Stunde 0 an zu spielen. Wenn ich jetzt nämlich erst angefangen hätte, das zu spielen, wie ich es ja auch mache, dann hätte ich nur 33 Euro bezahlen müssen, indem wir fast 20 Euro sparen können. Das ärgert mich ein bisschen. Aber okay. Kann man nichts machen. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel etwas dunkler mache. Ich meine, auf YouTube ist es immer ganz cool, wenn das Spiel nicht zu hell ist, aber ich habe echt das Gefühl, das Spiel ist ein Tick zu hell. Wo mache ich das? Ich glaube, bei Video. Ja, ich glaube, das Spiel ist einen Tick zu hell. So vielleicht. Schauen wir mal noch, dass wir Gamma auf 0 bringen. So vielleicht. Ja, gebt mir bitte mal Feedback ab, wie ihr die Helligkeit findet. Ansonsten würde ich die Helligkeit nämlich jetzt genau so lassen. Die gefällt mir etwas besser. Aber wenn ihr findet, es ist jetzt zu dunkel oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Oha. Ja, Waffe ziehen war ja mittlere Taste. Hab ich ganz vergessen. Okay. Ja, ich denke mal, die Kombos, die wir da hier machen mit unserem Schwert, die werden dann später auch cooler werden. Momentan haben wir da relativ einfache Kombos. Was ist das denn? Irgendeine Riesenratte kann das sein? Wie kann ich denn... Kann ich die nicht irgendwie häuten und plündern? Sieht nicht so aus. Na gut. Waffe stecken wir erstmal wieder weg, wie sich das gehört. Es ist leichter zu laufen ohne Waffe in der Hand. Kapitel 1. Der alte Tempel. Da das Vermächtnis der Tempelritter. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Okay, hier im Schatten ist es wieder ziemlich ziemlich dunkel. Ich denke, es ist doch besser, wenn ich es etwas heller mache. So. Aber wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Feedback schreiben. Scavenger, die kenne ich sogar noch aus Gothic 1 und 2. Okay. Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Oh oh, ich muss sagen, ich finde das Wasser ziemlich geil. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir äußerst gut. Oh, ich kann Scavenger plündern. Wie geht das? Nee, ich muss das. Ein Rohr Hühnerbollen erhalten. Ich gehe mal davon aus, das können wir essen. Wo liegt der andere tote Scavenger hier? Auch ein Rohr Hühnerbollen erhalten. Können wir wahrscheinlich dann am Feuer das Ganze zubereiten. Gehen wir hier mal rein. Toter Pirat. Tot. 23 Gold erhalten. Ein Fusel, eine Pistole. Neues Quest. Schatz eines toten Piraten. Logbuch öffnen, um eine Quest zu markieren. Markiere eine Quest auf deiner Karte, indem du sie auswählst und danach auf der Karte markieren wählst. Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt, kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. So, ich glaube, jetzt habe ich es markiert, oder? Markierung löschen, passt schon. Wenn ich jetzt auf Seekarte gehe, sehe ich aber trotzdem... Ah, hier ist die Markierung. Quest, Schatz eines toten Piraten. Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Der habe liegt ich noch schon. Nicht lange da. Habe ich schon. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ja, ist er. Wasserfälle. Was ist das? Markibäre. Okay, nehmen wir mal mit. Proviant, okay, Proviant. Ja, ich bin ja immer der Meinung, Wasserfälle sind perfekte Plätze, um irgendwas zu verstecken. Deswegen hoffe ich doch mal, dass wir hier in dem Spiel irgendwann mal... Oh, fuck. Oh, fuck. Ein Alligator, wo kommt der denn her? Der hat sich aber gut versteckt.
Komm, mach ihn platt. Okay, aber zu zweit ist das natürlich kein Problem. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ja, wartet doch mal ab. Wir müssen dem Weg rauf in den Dschungel weiter folgen. Ich weiß, Paddy, ich weiß. Ich will doch bloß gucken, ob hier irgendwas hinter dem Wasserfall ist. Ich hoffe es, dass irgendwann in dem Spiel mal irgendwann irgendwie irgendwo eine Höhle ist hinter einem Wasserfall. Ist jetzt hier nicht der Fall. Komm, wir gehen. Schnell, schnell. Den Weg nach oben gehen, als wenn ich das nicht selbst wüsste, dass wir den Weg hochgehen müssen. So. Ziemlich dichte Vegetation, aber es soll ja wohl auch ein Dschungel sein. Oh. Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Da war das der Piratengeist, gegen den wir im Traum gekämpft haben. Wird gerade gespeichert und es ist ein Erdbeben. Zumindest hat gerade der Bildschirm ziemlich gewackelt. Dinosaurier gibt's ja also auch. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Wir ziehen unser Schwert. Wir... Oh, wir können ihn nur einmal blocken, den Angriff, und dann trifft er uns. Ja, jetzt komm. Komm, jetzt haben wir ihn. Fuck, anscheinend doch nicht. Genau, Paddy, hilf mir mal. Hilf mir mal, Paddy. Ja, so ist es gut. Oh, da haben wir ihn quasi mit einem schweren Angriff getroffen. Super nice. Geschafft. Ruhm plus 100. Ruhm plus 200. Können wir den looten? Der hat nichts mit. Später vielleicht. Ah, ich wollte gar nicht reden. Ich wollte gucken, ob vielleicht der Typ... Ah, da stand gerade Plündern. Moment. Plündern. Eine Zunge erhalten. Ich esse ganz gerne mal Zunge. Ah, ich glaube, wir müssen hier lang. Wir haben hier zwar ein etwas größeres Gebiet, aber ich denke, da kommen wir dann später sowieso noch hin. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu dem Roten Kreuz. Diese dichte Schaufel. Hier hat jemand etwas vergraben. Ja. Aber wo genau? In dieser dichten Vegetation ist es aber relativ schwer zu erkennen, was man hier mitnehmen kann und was nicht. Wir nehmen die Schaufel mal. Damit die jetzt zur Not auch mal irgendwo graben können. Oh, hier stand noch was zum Nehmen. Goldklee. Vielleicht können wir uns daraus einen kleinen Tee brauen, bei Gelegenheit. Ein Goldsack. 50 Gold. Und ein Krog. Ich glaube, damit können wir dann wieder unsere Energie heilen, oder? Aber wahrscheinlich müssten wir dann mal die Sachen da hinlegen. Wie mache ich das? Irgendwas auf 1, 2 irgendwo hinzulegen? Sagen die uns das noch irgendwann? Benutzbares. Rohr, Hühner. Bollen. Den muss man noch braten. Proviant, Blutregeneration 20, lecker, Fusel, billiger Fusel, aber er wirkt. Ist schon lustig, dass man mit Alkohol quasi, das schadet ja dem Körper, dass man mit Alkohol Energie wieder bekommt. Krog, das Lebenselixier aller Seefahrer, nicht so stark wie Rum und daher auch nicht so wirksam. Rum! Nach ein paar Wochen, das hatten wir ja schon, Goldklee wächst eigentlich überall. Wo ist denn eigentlich diese Beere? Ach, die Beere wurde direkt zu Proviant, oder? Wir könnten ja jetzt zum Beispiel... die Beere, die ja nur 20 Regeneration bringt, auf 1 ziehen, weil am Anfang brauchen wir wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Regeneration. Den Fusel. Ja, den legen wir einfach mal auf die 2, den Krog auf die 3, dann haben wir jetzt einfach mal genügend Möglichkeiten, um uns zu heilen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht bei dem roten X, das hier markiert ist, einen Schatz finden. Natürlich muss der Mann wieder die Arbeit machen. Ah, schade, man sieht nicht, wie der ein Loch reingräbt, sondern es ist immer die gleiche Textur. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Errungenschaft freigeschalten, Abenteuer. Ah, da ist ja ein toller Schatz. Die Kiste müsste vielleicht noch ein bisschen mehr Dreck haben, aber egal. Später vielleicht. Ach, ich will auch gar nicht reden, ich will die Kiste aufmachen. Geh mal weg, Paddy. Geh mal weg. Paddy. Wie soll ich denn bitte schön den Schatz heben, wenn ich nicht öffnen kann? Ah, jetzt. Goldmünzen, 1080, okay, ich hoffe mal und gehe mal davon aus, dass das nicht viel ist, weil man findet doch nicht direkt am Anfang so viel Geld, wenn man großartig sich für 50 Gold... Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt. Geiles Schwert kaufen kann. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Yay, na, ich bin gespannt. Komm mit, kommt hier, ja. Kann man hier noch irgendwie sprinten? Nee, oder? Aber ich glaube, wenn wir springen, sind wir schneller als... Er springt wie so eine Fee. Er springt wie eine Elfe, oder? Zack. Zack. Hoi. Sieht lustig aus.
So, toter Pirat. Boah. 9 Gold. Das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon angeknabbert. Du musst doch immer alles anfassen, Brüderchen. Ach, das ist meine Schwester, oder was? Ach, und ich dachte, wir können hier ein kleines Techtelmechtel anfangen. Ein kleiner Tempel. Was wohl passiert, wenn man an den Hebel da drüben zieht? Okay, also kein Sex mit Patty. So viel kann ich schon mal verraten. Ist unsere Schwester. Schade. Ja, ich habe Risen 1 und 2 nie gespielt. Also wenn man das wissen müsste, weil man Risen 1 und 2 gespielt hat. Ich habe Risen 1 und 2 leider nie gespielt. Tut mir leid. Aha. Dafür aber Gothic 1 und 2. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Wie zum Beispiel eine riesige Truhe. In der wir nur 3 Gold finden und eine Kristallfackel. Was macht die? Oh nein, jetzt hätte ich sie erst durchlesen sollen. Na egal, wir nehmen erstmal alles mit. Und schauen jetzt nochmal nach rein. Kristall. Benutzbare Zaubersprüche kannst du nur mit den Schnelltasten auslösen. Kristallfackel. Verbrauchsgegenstand. Fähigkeit. Kristallmagie. Beeinflusst Wirkungsdauer. Diese Schriftrolle erschafft magische Kristalle, die deine Umgebung erhellen. Ja, die nehmen wir mal auf die 6. Falls es zu dunkel ist. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Hm. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Wahrscheinlich. Wir brauchen also Licht. Wir haben ja zum Glück jetzt so eine kleine Spruchrolle gefunden. Die Schmetterlinge sind cool. Können wir die fangen und sammeln? Kann ich mir so ein Schmetterlingsbuch machen? Nein, ist Tierquälerei. Okay. Quest markieren. Wie ging das nochmal? Mit L. L. Wettlauf gegen einen Unbekannten. Auf Karte markieren. Auf Schatzsuche. Der alte Tempel. Markieren wir das mal auf der Karte. So. Da müssen wir da hoch? Okay. Also hier waren wir gerade eben schon. Da haben wir den Schatz gehoben. Von hier sind wir gekommen. Hier sind wir gerade. Wir müssen also einfach nur uns in die entgegengesetzte Richtung drehen. Nämlich hier lang. Auf. Komm, Paddy. Irgendwie... Ja. Assoziiere ich den Namen Paddy aber auch mit einem Mann. Ich weiß auch nicht so richtig. Also wahrscheinlich, ich hoffe doch mal, es ist nur eine Abkürzung für Patricia oder so. Ach ja, ich möchte euch vorwarnen. Ich bin auf jeden Fall jemand, der immer alle Wege anschaut und auch halt alle Nebenquests zumindest in so einem Spiel macht. Und versucht, geheime Kisten etc. zu finden. Also, wenn euch das stört, dann müsst ihr euch leider ein anderes Let's Play angucken oder das Spiel bei jemand anderem. Ich bin niemand, der hier durchrennt und nicht diese wunderbare Umgebung genießt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder was Großartiges gefunden, nämlich eine alte Ruine, in der gar nichts drin ist. Okay, jetzt gehen wir aber weiter. Also ich verschwende natürlich keine Zeit sinnlos, aber ich gucke mir auch gerne mal diese liebevoll animierte Umgebung an. Und ja, ich finde die Grafik auch absolut ausreichend, kann ich mal direkt so sagen. Ich weiß, es würde Leute geben, die rumheulen und sagen, oh mein Gott, das ist doch total 2010 oder so. Aber für mich da kommen wir nicht drüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Seh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Okay, falls ich überhaupt noch... Ja, okay. Ja, für mich braucht ein gutes Spiel einfach keine überragende... Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Für mich braucht ein gutes Spiel keine überragende Grafik. Da reicht es, wenn wir eine überragende Geschichte haben. Und davon gehe ich aus bei Risen 3. Habe ich... Also, Moment. Habe ich gerade alleine und am besten noch so mit einer Hand... ein tonnenschweres Wurzelwerk hochgehoben. Okay, also wir haben Superheldenkräfte, wie ihr seht. Wusste ich nicht. Cooles Spiel. Guckt euch bitte diesen Baum an. Ich meine, selbst diese eine kleine Wurzel, wo der ich gerade eben stehe, wiegt wahrscheinlich schon 100 Kilo oder so. Die könnte man schon nur sehr schwer oder gar nicht hochheben. Aber das ganze Ding hier wiegt definitiv mindestens eine Tonne, wenn nicht noch mehr. Ich tippe eher so auf 2-3 Tonnen, wenn man das mal realistisch betrachtet. Das hätte er niemals hochheben können. Nicht mal ansatzweise. Kann man die Vögel umbringen? Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Okay, wir müssen darüber, weil da ist nämlich der komische Geist, aber... Versteckte Täler sind genau mein Ding. Vielleicht gibt's hier noch mehr. Ja, diese ganzen Umgebungen, also diese ganzen Schädel. Okay, keine Ahnung, was man mit einem Schädel machen kann. Vielleicht Voodoo-Zauber oder sowas. Was wollte ich sagen? Ja, diese ganzen Umgebungsdetails, dieser Dschungel etc. ist alles von Hand animiert, nichts automatisch erstellt. Wer sich dieses Vorstellvideo von Risen 3 angeschaut hat, der verdammt, weiß das auch. Da war er doch schon wieder, oder? Oha! Sieht fast aus wie
Mir tut's ja fast schon leid, dass ich solche Tiere umbringen muss wie ein Gorilla. Ja, das ist doch irgendwie traurig, oder? Die Tiere sind vom Aussterben bedroht und wir bringen sie einfach um. So, ich könnte ja eigentlich mal Proviant nehmen. Wir haben so viel Proviant und so viel halt es auch gar nicht. Dann nehmen wir direkt mal ein paar. Okay. Finde ich aber cool gemacht, dass man hier mit verschiedenen Sachen sich direkt am Anfang heilen kann. Sonst ist es ja immer so, dass man, keine Ahnung, eine Standard... Später vielleicht. Ach, ich will ja auch den Gorilla looten, Mann. Den kann man gar nicht looten. Okay, hätte ich nicht gedacht. Meistens ist es ja so, dass man einfach nur eine Standard... Sache hat, mit der man sich am Anfang heilen kann. Dann kommt halt der kleine Heiltrank, dann kommt der mittlere Heiltrank. Aber hier halt Proviant, Rum und so weiter und so fort. Krok. Das ist doch gar nicht schlecht. Aua, der hat mich jetzt aber überrascht. Ein Ghoul. Wir haben direkt am Anfang untote Gegner. Interessant. Soll uns aber nicht stören. Wir als gewiefte Piratenfürsten... Piratenkapitän? Später vielleicht. Ach man, das nervt, dass die da und da rumsteht, wo ich Dinge aufheben will. Proviant, sehr schön. Fisch, sehr schön. Krug. Silberteller. Oh, den können wir bestimmt verkaufen, Silberteller. Ein paar Goldstücke wert. Was wollte ich sagen? Ja, wir sind großartige Piraten, sind ein mächtiger Piratenkapitän. Ich glaube, im zweiten Spiel, also in Risen 2, war man auch schon der Kapitän, der Piratenkapitän. Also zumindest ist man dann Pirat geworden. Man war wahrscheinlich nicht direkt von Anfang an der Kapitän. Goldpfanne, die wird noch mehr wert sein als der Silberteller. Gold, Gold, Gold. Voodoo-Puppe, Papageienflug erhalten. Gold. Was ist denn Papageienflug? Verbrauchsgegenstand, verwandelt dich in einen Papageien. Oh mein Gott, das ist ja geil. Ich kann mich in einen Papageien verwandeln. Und dann als Papagei rumfliegen, oder wie? Oh, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon wieder weit über die 20 Minuten. Dann machen wir hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser erste Teil. Also mir gefällt der erste Eindruck schon mal sehr gut von dem Spiel. Es wird jetzt täglich ein Let's Play bei mir geben. Also bleibt beim Kanal. Abonniert mich, liked mich, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hier nochmal Brüste für euch. Hübsche Brüste. Sehr schön. Also, Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö, bis zum nächsten Mal.